Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Aktien im Fokus für Dienstag, den 26.04.2016. Diese Ausgabe wird Ihnen von Directbroker-FX präsentiert. Wir blicken auf einen ruhigen DAX. Er kann zwar heute einige Impulse nach oben hin generieren. Von 10.330 kann er hier ansteigen, ein Tageshoch bei knapp 10.400 Punkten letztendlich vollziehen, aber die 10.400. Die kann er nicht halten. Ausgehend von der 10.4 verliert der DAX heute im Verlauf knappe 100. Punkte. Morgen kommt die Fed mit ihrem Zinsentscheid. Da sehen wir aktuell eher seitwärts gerichtete Entwicklungen. Das ist nicht schlecht, aber man muss natürlich auf Ausbrüche warten, weil man in solchen Seitwärtsphasen natürlich auch dann teilweise eben ständige untergeordnete Richtungswechsel hat. Das bedeutet, für den heutigen Tag hat der Markt entweder eine Long Option ab 10340 Punkten, dann bis in den Bereich von 10400. Das wäre dann für heute dieses, dieses Szenario hier, wenn ein oben hinläuft oder eben wenn er durchbricht, wenn es heute oder jetzt gleich unter die 10.270 Punkte geht, dann haben wir nochmal abwärts gerichtete Ziele von 10.185 bzw. 10.220 Punkte. Aber die Seitwärtstendenz, die blockiert hier aktuell nennenswerte Bewegungen, das sehen wir beispielsweise auch im SP 500, auch der momentan hier eher seitwärts gerichtet unterwegs, geht es unter 2076 Punkte, dann droht hier nochmal ein Abverkauf, geht es allerdings über 2100, ist nochmal Potenzial nach oben hin da. Auch der Dow Jones, wie man ihn hier sehen kann, ist gegenwärtig in der Seitwärtsphase gefangen bzw. Äh, pendelt hier seitwärts, wenn er der Dow Jones über 18.050 Punkte ansteigen könnte, wäre noch mal eine Long-Option bis 18.170 oder sogar 18.340 möglich. Dafür muss er aber dann hier über 18.050 ansteigen können, äh, ähnlich ist es im, im Nasdaq, auch hier sehen wir noch gegenwärtig keine Impulse, er sollte wenn überhaupt Long gehen ab 4.512. Oder eben Short unter 4.461. Der Grund, warum er sich jetzt hier so ein bisschen stabilisieren kann, das ist auf dem H4 Chart hier dieses letzte grüne Unterstützungstief und letztendlich das wird auch entscheidend sein. Denn wenn das fällt, dann gibt es eine größere Konsolidierung, dann könnte der Markt hier erstmal fallen. Alles in allem muss man klar sagen, auch der Euro Stocks hier. Seitwärts, die Märkte warten einfach und das gilt es dann auch irgendwo wahrzunehmen. Die Long-Optionen laufen einem ja nicht weg, gerade auch der Eurostox, der momentan auch stärker ist als der Nasdaq. Der Nasdaq hat sich ja von der Schwäche her durchaus abgekoppelt. Der Eurostox wäre hier auch für den DAX dann relevant. ja Wenn man mal nicht so ganz sicher ist, wie ist es mit dem DAX, ist er ja eher bullisch, ist er ja bärisch. Der wäre dann über 3162 Punkten Long zu sehen, aber es steht übergeordnet. Auf diesem H4-Chart, den Sie jetzt hier gerade betrachten, eigentlich eine Korrektur an. Wir sind ziemlich steil gelaufen und es würde mich nicht überraschen, wenn der Markt sich hier erstmal schwächer zeigen sollte. Auch der KAK 40 momentan seitwärts gerichtet, geht es hier unter. 4500 Punkte, dann sollte er auf 4420 fallen. Ein bullisches Szenario ist erst wieder ab 4600 Punkten realistisch. Der Conti-Chart, den habe ich Ihnen heute mitgebracht. Da ist natürlich auch oftmals die Frage jetzt gestellt worden per E-Mail: Wie sieht es mit Conti eigentlich aus? Continental hier durchaus ja ein durchaus stabiler Wert, ist nicht so unter Druck gekommen wie die Automobilwerte. Daimler, VW, ähm, die sind ja durchaus hier relativ schwach gewesen. Und äh, da konnte sich der Zulieferer hier der, dem Trend entziehen. Wir haben gegenwärtig eine seitwärts gerichtete Entwicklung. Seit dem Jahr 2015 sieht man keine Impulse mehr in die eine oder andere Richtung. Da kann man klar sagen, wirklich bullisch wird es erst wieder ab 211 Euro oder sogar erst ab 233. Wer jetzt Short ist, der wird über diesen Hochs hier stoppen. Momentan also seitwärts gerichtet und in dieser seitwärtsentwicklung. In sich verschachtelt auch nochmal eine Seitwärtsentwicklung. Man sieht also deutlich, der Conti-Chart, wenn man ihn mal so aufdröselt, wir sind also jetzt in der Mitte der Seitwärtsphase angekommen. Und wenn überhaupt Shortpositionen relevant sind auf Conti, ja, dann wären die erst unter, erst unter 170 Euro relevant. Ja, das in, zu, zu der Aktie. Also Short ist die Aktie noch nicht, sondern eher seitwärts geprägt. Wichtig ist eben für neue Short-Positionierungen, dass die 170-169er-Marke fällt. Dann kann man sicherlich über frische Short-Positionierungen sprechen. In der gegenwärtigen Variante sind wir also jetzt in der Mitte angekommen dieser Seitwärtsphase. Und da muss man ganz klar sagen, Kaufsetups, also ein Kaufsetup ist das nicht mehr. Das heißt, wenn ich hier eng gestoppt kaufen will, dann kann ich immer noch bei der 179, 180 rein und stoppe hier knapp 10 Euro drunter bei der 168. Das wäre dann machbar. Das heißt, für Kaufoptionen wäre frühestens hier die 180 relevant. Also Conti momentan eher in der Mitte der Seitwärtsphase, kein zwingender Kauf. Eine Korrektur im Dax könnte kommen. Ich würde mich da diesbezüglich ähm, nicht zu stark darauf festlegen, dass der Markt unbedingt bullisch oder bärisch sein sollte, sondern ihm einfach hier die Möglichkeit offen lassen. Ab 10.340 Long unter 10.000 270 Short. Und eine schöne Kaufmöglichkeit ergibt sich im DAX ja immer noch. Da warte ich immer noch drauf. dass ist hier unten diese Kaufzone im Bereich von 10.100 Punkten. Da wäre dann letztendlich eine optimale Kaufzone. Aber das muss der DAX auch erstmal machen. Ja, gegenwärtig ist er ja bullisch hier explodiert. Einmal vom Tief aus 670 Punkte, kurze Korrektur. Dann nochmal 590 Punkte aus 600 Druff. Das heißt, wir hatten insgesamt einen Anstieg von knapp 1.100 Punkten. Wenn da mal eine Korrektur reinkäme, völlig normal, aber diese Korrektur wird sich vermutlich erst unter 10.270 Punkten hier vollziehen, die dann letztendlich bis 10.100 laufen könnte. Da wären dann aus der H4, H1 Sicht die nächstmöglichen Kaufoptionen. Morgen wird die FED letztendlich natürlich auch hier Impulse setzen. Der FED-Zinsentscheid wird von, Markt, von dem Gros der Marktteilnehmer natürlich hellhörig begutachtet und vor diesem Hintergrund warten die Indizes alle natürlich auch schon. Also es wird vermutlich so ein Seitwärtsgeschiebe mit abgehackten Entwicklungen bis morgen um 20 Uhr eben hier vollzogen, werden vollzogen mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil sich da keine größeren Marktteilnehmer mehr wirklich positionieren werden. Das Einzige, was wahrscheinlich ist, dass vermutlich vor der FED noch ein paar Gewinnmitnahmen kommen könnten und die könnten im Idealfall bis 10.100 Punkte Laufen. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und, wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.